Eigentlich sollte nach Torchlight 2 ja Torchlight Frontiers erscheinen. Ein Spiel im Torchlight-Universum, das etwas mehr in Richtung MMO geht. Doch irgendwann wurde Frontiers in Torchlight 3 umgetauft und machte in den letzten Tagen vor allem durch seine schlechten Steam-Bewertungen auf sich aufmerksam. Ich habe mich mal ein paar Stunden mit dem Spiel auseinandergesetzt. It has been a century since the Dark Alchemist drained the elemental guardians of their power. Das erste, was mir entgegenschlägt, ist natürlich das Intro. Irgendwas von einer alten, dunklen Macht, die zurückkehrt. Ganz ehrlich, es ist schon ein Weilchen her, dass ich Teil 2 gespielt habe und auch da weiß ich kaum mehr, um was es ging. Deswegen werde ich jetzt hier nicht anfangen zu versuchen, die Geschichte aufzudröseln. Was Böses ist da und wir müssen es platt machen. Das reicht mir aber auch vollkommen bei einem Spiel, bei dem das Looten und Leveln im Vordergrund steht. An ancient evil reborn, reinvented. Nach dem Intro geht's mit der Charakterklasse weiter. Vier verschiedene stehen zur Auswahl. Bogenschütze, Magier, Scharfschütze und ein Teekessel. Ich nehme natürlich den Teekessel, denn der hat Distanzangriffe als auch Nahkampfattacken. Zusätzlich gibt's auch noch einen tierischen Begleiter obendrauf. Und dann geht's ab in die kunterbunte Metzelwelt. In der Stadt spreche ich mit Auftraggebern, die Quests für mich haben. Oder gehe zum Händler, um gefundenen Loot dort zu verkaufen. Auch gibt es ein Zelt, wo ich mein gefundenes Gold glücksspielmäßig gegen Items mit zufällig generierten Werten ausgeben kann. Und hier tummeln sich auch vermehrt jede Menge andere menschliche Mitspieler, wie in einem Spieler-Hub bei Destiny. Und wer will, kann hier dann auch Gruppen bilden. Doch ich will raus in die weite Torchlight-Welt. Auf einer Übersichtskarte sehe ich, dass diese in mehrere Weltenabschnitte unterteilt ist. Auf den ersten Blick wirkt das nicht gerade klein, weshalb wir uns gleich ins Abenteuer stürzen. Wir schnetzeln und metzeln uns mit unseren zwei Standardattacken durch die Gegner. Das gibt Erfahrungspunkte und irgendwann dann auch den Levelaufstieg. Dann kann ich erhaltene Fähigkeitspunkte nutzen, um Attacken zu verbessern. Ab bestimmten Levelgrenzen kann man dann auch neue Skills freischalten. Mein Teekessel nutzt eine Kanone, die relativ schnell überhitzen kann. Dem kann ich entgegenwirken, indem ich einen Skill freischalte, die diese Hitze für einen Angriff nutzt. Ich baller also viel, Waffe kommt wegen Überhitzung ins Stocken, ich setze meinen neuen Spezialangriff ein, die diese Hitze nutzt, meine Wumme kühlt dadurch ab und ich kann schneller wieder losballern. Zusätzlich könnt ihr auch noch passive Skills freischalten, die euch weitere Boni bringen. Wichtig ist natürlich der Loot, den Gegner dann droppen. Umso rarer, umso mehr Boni hat der Gegenstand. Manchmal gibt's dann auch Gegenstände mit freien Verzauberungsplätzen. In meinem Fort, das man in einem Menü extra selbst gestalten kann, kann ich dann einen Zauberaltar bauen. Und diesen kann ich dann wiederum dazu nutzen, um Items zu verzaubern, wenn sie eben diese Slots besitzen. Letztendlich entspinnt sich bei Torchlight der typische Level- und Looten-Loop, weshalb man ja auch so ein Spiel spielt. Die Kämpfe machen durchaus Spaß. Von Serverproblemen, die viele Steam-User hatten, gibt es bei mir keine Spur. Es ist ein Early-Access-Spiel mit Online-Anbindung. Früher war jedem klar, never play on Release Day. Heute muss man ein offensichtlich unfertiges Spiel dafür anscheinend gleich Review-bomben. Kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber okay. Das größte Problem, das ich mit Torchlight 3 bis jetzt habe, ist, dass es einfach relativ seicht ist. Zum Glück nicht so seicht wie ein Minecraft Dungeons, aber gefühlt ist der Rollenspielaspekt und auch das Skillsystem nicht so ausgeklügelt und komplex wie bei anderen Vertretern. Das ist zumindest mein erster Eindruck nach ein paar Stunden. Schlecht finde ich das, was ich da spiele, aber keinesfalls. Im Gegenteil, ich bin gespannt, wie es mit Torchlight 3 weitergeht und wie sich das Spiel entwickeln wird. Quest complete.